So, damit willkommen zurück bei Grounded. Ja, wir haben uns jetzt, also ich habe auch immer beendet und neu gestartet und jetzt ist die Spinne verschwunden. Wir haben uns jetzt hinten eine Kiste hier gebaut, wo wir die Speere dann einfach einlagern. Weil wir müssen ja nicht mit X-Speeren die ganze Zeit rumrennen. Und damit Timo seine Aggressionen loswerden kann, wollen wir jetzt diesen bösartigen Marienkäfer befrieden. Ja, befrieden. Aua! Ja, was erwartest du? Nein, nein, böse. Ich war es nicht, der dich umbringen wollte. Also ich finde, zu zweit geht das sogar. Das heißt nicht, dass du mich jetzt hier attackieren sollst. Die ganz Mutigen, weißt du, so eine Treibjagd draus machen. Oh, ich finde, der Ladybug klingt aber so süß, also der Marienkäfer. Oh. Ich will lieber streicheln und reiten als Haustier oder so. Okay, ich habe keine Speere mehr. Ja, guck dir mal den Marienkäfer an. Er hat unsere ganze Speere geklaut, deswegen bringen wir ihn um, das ist ein Dieb. Ja! Marienkäferbrocken, wisst? Drei Marienkäferbrocken. So, unten ist auch noch einer. Da steckt ein Speer in unserer Kiste. Er liegt rum. Boah, das wärst du ins eigene Lager an Speer geworfen und dann fallen die ganzen Kisten auseinander. Bitte nicht. Explosion. So eine Nuklearhaft. So ein Atompilz. Upsi. Ja, jage den Ozean in die Luft. Das war so falsch. So. Ein Speer sollte ja fürs Erste wieder reichen. Hier liegen überall Speere rum, ich frag mich warum. Ich weiß es auch nicht. Kommen die nur alle her? Cheater! Rüsselkäferschild wollte ich mal basteln. Das heißt, ich darf jetzt wieder Rüsselkäfer vernichten. Ja. Ich bin gerade so eine Blattlaus am Jagen, aber. Oh ne, das ist mir zu viel. Mache ich nicht. Ja, irgendwie ist ja. Mir ist meine Zugriff entfleucht. Dann erforschen wir mal Marienkäferteile. Brustpanzer? Jo, wir sind schon Level 4. Also als nächstes schalten wir dann die Level 2 Sachen theoretisch frei. Level 3 gibt's auch noch. Ich denke, mit Level 3 machst du dann so, oh, große Spinne, komm mal her. Ja. So, was ist ein Marienkäfer? Bärenleder. Wir müssen irgendwann mal herausfinden, wo wir diese Bären finden. Was war das denn, Alter? Guck dir mal diesen Marienkäfer-Gesichtspanzer an. Das sieht so irgendwie aus wie so ein... Keine Ahnung, böser Ritter. Spinnenhaut. Yeah. Ah, ich hab sie erwischt. Blockstärk. Gasmaske. Mm. Lecker. Take a look. Weil wir diese ganzen Viecher auch noch erforschen können. Kleine Spinne. Komm, bleib doch mal stehen. Kleine Ratnetzspinne. Oh, und direkt die große daneben. Lass mich in Ruhe.
Ja, klar. Hunger, Durst, Spinne am Arsch. Oh, eine Blattlaus. Kommst du eigentlich auch diese Erkundungsgeschichte mit? Weil ich jetzt gerade eben die Blattlaus, ja, die gefunden habe. Ja. So. Da ploppt mal irgendwas auf. Aber was du da genau machst? Ja, wenn du die Viecher siehst, du kannst irgendwie... Wie so ein Fernglasmodus, aber ich weiß nicht, welche Taste das in der Originalbelegung war. Ich hab mir das ja unbelegt. Oh ja, unsere einzelne Vorratskiste ist ein bisschen angeschlagen. Scheinbar ist da wirklich ein Speer reingeflogen. Es gibt ein Reparaturwerkzeug, aber ich weiß nicht, ob wir das schon bauen können. Kann man die Marder eigentlich auch erkunden? Ja. Marder! Oh, wie süß! Noch den Pilzbrei zu erkunden, aber. Ich will diese Biene haben. So weit weg. Oder man kann sie nicht erforschen. Let there be light. Ich glaube, das ist ein Ameisenhügel. Da gehe ich nicht rein. Königin, da kommt sogar Futter extra in unsere Höhle rein. Ja, wie aufmerksam von denen, ne? Ja. Brauchen wir eigentlich noch Maden? Und wenn ich die sehe, buddel ich sie direkt aus? Du kannst ja auch Sachen mittlerweile reparieren, ne? So. Ja, 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 ja. Saft, 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 saft. Oh, noch ein Marienkäfer. Rüsselkäfer. Irgendwann kriege ich ein Rüsselkäferschild. Nicht überhaupt. Ich wollte ja mal ganz heimlich zu diesem komischen Gerät nochmal zurückgehen. Wie weit? Auf dem Gerät ist einfach nur so eine Kassette. Wir haben überhaupt nichts übersehen. Aber ganz so mittig ist dieses Gerät nicht. Was ist das? Kann man Wegpunkt platzieren? Wo ist mein Wegpunkt? Da. Achso. Na. Ja, jetzt bin ich in dem merkwürdigen Gerät drin. Was a fool to have ever doubted myself. A fool like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny! I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tolley official log 89.08.05. Recording as I take my first steps into the miniature world. The sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. Even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait, what's that sound? The very earth is trembling. Over there, what could it be? An ant! My God, today the world has changed forever. Mist, Ice Caps Pastille. Aber das ist auch Stufe 2.
Z, da. Aufwachen, 3:42. Ein Basketballkorb läuft. Was brauchen wir dafür? Netzfahrt. Brr. Kletig. Oder. Ja, dann, wenn ich mich frage, so, wo ist dieses Mistding? Finde ich die Sachen. Na, Grashalm. Das ist ja. Okay. Naja, man kann hinterher anscheinend richtig coole Sachen noch basteln. Aber ehrlich gesagt gucke ich gerade so ein bisschen... Ah, ist das Ton? Ja komm, geh auseinander. Ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ton aus einem Klumpen. Wo man eine Basis bauen könnte. Bitte sag mir, dass ich eine Fackel herstellen kann. Ich habe gerade eine Jungspinne erledigt. Du Mörder. Wie sehr duster. Oh, ich brauche immer noch trockenes Gras. Oh, jetzt ist meine Fackel weg. Mist, ich sehe halt nichts mehr. Ich muss von der Basis entfernt. Da ist 250 cm entfernt noch. Hast du Materialien, dir ein Zelt zu basteln? Ich komme, ich habe jetzt Material, um eine Fackel zu basteln. Oh, endlich. Sie ist wieder da. Ne, keine Kleeblätter. Ja gut, Klee krieg ich. Aber ich bin noch sowieso in 130 cm. Das ist so süß gemacht. So. Ach, noch 130 cm. Heim. Wieder daheim. Daheim. Okay. Perhaps we should make camp for the night. Just pretend it's beef jerky. Ja. Wir machen Haie. Aber diesmal kuscheln wir uns ja gar nicht aneinander. Bin ich gar nicht mal so schlimm. Gut, jetzt könnte ich ja zumindest mal gucken, ob wir noch weiteres Ton finden. Weiteren Ton. Aber ich weiß nicht, wie easy die Spinnen einfach durch unsere Grashalmwände durchbrechen werden. Wahrscheinlich sehr easy. Könnte gut sein. Boah Gott, da ist schon wieder so eine Wolfsspinne in unserer Basis rumschleichen. Wollen wir aber anders bauen? Also, ich hatte eigentlich keine Lust, dass wir ständig nur Spinnen haben. Wo? Ja, bin ich ja gerade ein bisschen am gucken. Weil ich würde da tendenziell schon ganz gerne recht mittig bleiben. Hier sind wir ja eigentlich recht mittig. Ja, ich weiß, aber... Ich hatte das Gefühl, da oben ist halt auch in der Mitte das Gebiet der Spinnen. Achso, ich hatte ja einen Wegpunkt. Der ist zwar überhaupt nicht mittig, aber das sieht aus, als wäre da irgendwas Interessantes. 2,2 Metern.
Höhen 2,2 Meter. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg noch ein bisschen Wasser. Hab ich da was gesehen? Nein, das war's. Boah, das war der Fisch, ey. Ich hab gedacht, die scheiß Spinne steht auf einmal hinter mir. Ja. Yeah. Fürchte dich nicht. Ich bin nur ein Fisch. Nice and clean. So, jetzt habe ich 4 Rüsselkäferfleisch. Wenn jetzt nichts davon vergammelt, könnte ich mir, glaube ich, bald ein Schild herstellen. Fürs Team natürlich, ne? Denkst du dran, dass du deine Madenflasche auch auffüllst? Weil noch ist ja fast überall ein Wassertropfen am Gras. Eine Larvenklinge bauen? Ich habe Apfel gefunden. Aha. Hier ist... Was ist das? Brave adventurer strode forth, approaching the mouth of the foreboding cave. Ich habe eine Höhle gefunden. Ignoriere jetzt einfach mal die... Spinnenfäden. Jungspinne, okay, das ist eine Spinnenhöhle. Ich bin doch wieder weg. Dachte ich, hier wäre vielleicht eine coole Base. So unter dem Stein oder auf dem Stein drauf. Aber nein. Es ist einfach eine Spinnenhöhle. Ah nee, das ist ein Brett. Cool, ich bin auf einem Brett drauf. Kann man auf der Schräge überhaupt... So, warte mal, ich kann dich natürlich noch erforschen, ne? Jungspinne. Alter, selbst die Jungspinne hält was aus. Ja, die hat auch... Die hält schon ein paar Schläge aus. Ich habe auch gedacht, so. Ja, nee, da kommen ja schon die nächste. Rexviecher. Komm, stirb. Alter, ist noch eine? Ich schon wieder. Was ist? Du siehst meinen Wegpunkt doch auch, oder nicht? Ja, wirklich, ja. Ich bin ja auch deinem Wegpunkt von wegen Basis gefolgt. Nee, den Wegpunkt, den ich so setzen kann. Im Endeffekt jetzt irgendwo vor dir. So, wirklich? Ach doch, da 78 cm entfernt. Naja, das ist einfach so ein Wegpunkt, den man auf der Karte setzen kann. Oder auch entfernen kann. Ach, Super Tech Chip, den kriegst du auch angezeigt. Hey, blöde Ameise. Ich mein, es klauen. Kann man dir eine Basis bauen? Was ist hier? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, der komplette Garten ist feindselig. Ja, ich glaube, es ist vollkommen egal, wo. Wir werden überall von den Viechern attackiert werden, deswegen würde ich einfach hier bleiben und gut ist. Ja. Oh mein Gott. Viel zu viele, viele, viele Gegner. Nein. Zumindest bin ich jetzt mal komplett in Eichelrüstung gekleidet. In was? In Eichelrüstung. Oh, okay. Ich hab grad ganz alleine Made erlebt. Oder alleine, ganz alleine Made. Was war das denn? Ein richtiger Held, ja. Eine Larve. Keine Made, sondern eine Larve.
habe ich zwar zwei Speere verloren, weil ich es auch nicht wiederfinde. Aber egal. Doch, da sind sie. Nein, Inventar voll. Das kann ich denn am ehesten... Komm, Kieselsteine. Und... Sprösslinge. So eine scheiß Pflanzenfasereinheit kann ich auch wegwerfen. So, hier ist Wasser. Hier müsste... Da ist Ton. Das könnte echt gerne was schneller gehen. Oh, ich bin in der Nähe von der Hecke. Ab durch die Hecke! Aber Timo, wenn wir jetzt Ton haben, können wir wirklich anfangen, mit den Fundamenten eine Basis zu bauen. Ja. Eine Basis, Timo. Eine Basis. Nicht nur ein paar Sachen, die auf dem Stein draufstehen. Was hast du denn daran auszusetzen? Ich weiß nicht. Es ist wirklich egal, wo du hingehst. Überall Spinnennetze. Ja. Der spinnenverseuchteste Garten, den ich jemals gesehen habe. Oh, ich glaube, das ist in jedem Garten eigentlich so. Du merkst das ja nicht, wenn du, naja, aus Versehen drauf trittst. Auch hier bei der Hecke ist schon schön. Ah, hier sind auch Blaubeeren. Oh ja, Moskitos. Ja, die sind fies. Die sind richtig fies. Aua, die macht Schaden. Wundert es dich? Die macht sogar recht viel Schaden. Habe ich auch gesagt, dass die heftig sind. Oh, da hinten ist so ein kleines Labor. Hey there, Glowy Eyes. Glowy Eyes? Nein. Ich will hier keine glühenden Augen sehen. Au, ich bin lieber am Boden. Ja gut, ich komme jetzt nicht so schnell zu dir. Alter, ey. Ich habe auch so abstrus viel Schaden, ne? Ja gut, wir sind ja dann auch ohne großartige Rüstung oder so. Ja gut, die Eichelrüstung gibt eigentlich den höchsten Widerstand gegen Schaden und trotzdem haut das wie so extrem rein. Ja gut, aber es ist immer noch eine Level 1 Rüstung. Oh, Hellfire hat das Löffelchen abgegeben. Ja. Das wird von. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Oh mein Gott. Catch my breath. Kacke. So. Du hast auch das Löffelchen abgegeben. Mhm. Och, jetzt ist dieses Vieh direkt wieder hier und hat da meine Leiche rumgekämmt. Hau ab, Mann. So, ich werde jetzt aber nochmal offscreen meine Tasche zurückholen. Und dann wird die Folge jetzt auch zu Ende sein, weil in ein paar Minuten soll es Essen geben. Dann passt das. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.